Letzten Freitag haben wir die Spieler des SV Waltershofen bei Riegelsberg besucht, um etwas über das Thema Leadership im Sport zu erfahren. Vor Ort haben wir mit Trainer und Mannschaftskapitän über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an die Mannschaft, den Coach und Captain ausgeteilt. Uns interessiert, ob Trainer und Kapitän langfristige Ziele für die Mannschaft haben. Ursprünglich war das Ziel ein oberer Tabellenplatz, da wir letzte Saison eigentlich recht gut abgeschnitten haben. Leider haben uns mehrere Führungsspieler verlassen. Gleichzeitig haben wir 4 syrische Spieler in die Mannschaft integriert, genauso wie einen leicht behinderten Spieler. Das macht die Arbeit im Training relativ schwierig. Das neue Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz und die einzelnen Spieler weiter voranzubringen. Langfristiges Ziel ist, dass wir uns oben im oberen Drittel der Tabelle festsetzen können, dass wir oben mitspielen. Die Meisterschaft, das macht am meisten Spaß, wenn man gewinnt, kommen mehr Zuschauer und ist die Stimmung allgemein positiver. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel, erfolgreich zu sein. Für manche bedeutet dies, den Aufstieg zu schaffen, für andere das aktuelle Niveau zu halten. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer und Kapitän haben wir gefragt. Mein persönliches Ziel ist, mich auf der Position des Trainers zurechtzufinden. Das ist meine erste Station als Trainer. Und längerfristig stelle ich mir halt vor, auch mal höherklassige Mannschaft zu trainieren. Eine Art Formelfunktion ist das für mich, auf dem Platz und auch außerhalb vom Platz, pünktlich zum Training, faires Verhalten, keine Unsportlichkeit und die anderen dazu motivieren, das Gleiche zu tun. Den Spielern ist als persönliches Ziel auf der einen Seite der Spaßfaktor sehr wichtig, auf der anderen Seite aber auch die Fitness. Manuel Koch hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die 3 größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seinen Spielern sind. Auf jeden Fall Fairness, ich denke dann auf jeden Fall jeden Einzelnen voranzubringen, Spaßfaktor ganz groß. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch den Kapitän darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht für Trainer Manuel Koch die Motivation an erster Stelle. Der Mannschaftskapitän nennt Disziplin als wichtigsten Faktor. An zweiter Stelle steht für den Trainer der Teamgeist. Der Kapitän nennt hier die Motivation. Auf dem 3. Platz steht die Disziplin der Fitness gegenüber. Für beide zählen damit aber die Motivation und die Disziplin der Mannschaft zu den wichtigsten Faktoren für den Mannschaftserfolg. Faktoren wie Vertrauen in den Trainer, Taktik, Fitness, individuelle Leistungsfähigkeit, die Autorität des Trainers sehen beide auf den hinteren Plätzen. An letzter Stelle steht für beide das Pampern einzelner Teammitglieder. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Manuel Koch gibt an, dass er durch sein Sportstudium eine fundierte Ausbildung besitzt, was die Aufgabenorientierung betrifft. Aber auch die Beziehungsorientierung sei gerade in den unteren Klassen wichtig, da dort der Spaß an der Sache im Vordergrund steht. Die Bedeutung der Aufgabenorientierung steigt bei ihm von der Vorbereitung über den Wettkampf bis hin zur Nachbereitung an. Beziehungsorientierung ist gerade in Bezug auf Motivation der Vorbereitungs- und Wettkampfphase besonders wichtig. Der Mannschaftskapitän beschreibt den Führungsstil seines Trainers als aufgabenorientiert und gleichzeitig besonders beziehungsorientiert. Auch die Mannschaft beschreibt den Führungsstil des Trainers als eine Kombination aus jeweils gleich hoch ausgeprägter Beziehungs- und Aufgabenorientierung. In der Mannschaft herrscht insgesamt eine hohe Übereinstimmung, was die Erwartungen an den Führungsstil und den tatsächlich gelebten Führungsstil betrifft. Insgesamt lassen alle Sichtweisen auf den Führungsstil Teammanager schließen, bei dem sowohl die Aufgaben als auch die Beziehungsorientierung hoch ausgeprägt sind.